Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. So frühe Drehs sind nicht unbedingt meine Spezialität. Es ist jetzt gleich 7, aber ich bin schon wach. Denn heute geht es um den gelben Sack. Und mein gelber Sack, den hole ich jetzt mal aus dem Keller, der soll nämlich heute abgeholt werden. Müll trennen, Plastikmüll sammeln, gelber Sack vor die Tür stellen. Das mache ich jetzt schon, seit ich 20 Jahre alt bin. Und immer wieder habe ich gehört, ja, das nützt doch sowieso nichts, kannst auch alles in den Restmüll schmeißen, wird sowieso alles nur verbrannt oder in andere Länder nach Asien verschifft. Und kürzlich habe ich sogar in einem Tagesschaubericht gesehen, dass offenbar nur 17% von dem gesammelten Plastikmüll wirklich wiederverwertet werden. Solche Berichte sind natürlich nicht ermutigend und Wasser auf die Mühlen von denen, die sagen, komm, wir schmeißen sowieso alles in die Tonne. Ich habe mir gedacht, ich will mal wissen, was passiert eigentlich mit meinem gelben Sack? Ich fahre dem einfach mal hinterher und ich frage auf diesem Weg ein paar Leute, ob es sich eigentlich noch lohnt, Wertstoffe zu sammeln oder nicht. Und ob das stimmt mit den 17%. Also ein bisschen Sendung mit der Maus für Erwachsene. Sagen wir einfach Sendung mit dieser Dad. Und heute geht es um den gelben Sack. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die Entsorgungsbetriebe Konstanz, die mir ein paar Türen geöffnet haben und geholfen haben, dass ich das heute so drehen kann, wie ihr das jetzt seht. Als erstes durfte ich ein bisschen dabei sein, wie die gelben Säcke eingesammelt werden. Da bin ich echt dankbar, dass es dafür Menschen gibt, die das tun, denn so richtig lecker ist das natürlich nicht. Die Müllwerker sind natürlich auch dann die Ersten, die schon mal beurteilen können und auch müssen, ob Müll richtig sortiert ist. Oft genug ist das nicht ganz der Fall. Hier haben wir wieder das beste Beispiel. Ihr könnt natürlich nicht in den gelben Sack rein. Ne? Müllzettel, falls was falsch gefüllt ist. Dass unsere lieben Bürger auch wissen, das ist richtig, was ja. Das Erste, was ich auf jeden Fall mal gelernt habe, ist, dass eine ganze Menge Handarbeit beim Müll einsammeln und auch bei der Mülltrennung dahinter steckt. Und da habe ich mich gefragt, ich bin ja auch häufig in Berlin, in dieser riesengroßen Stadt, ob es da nicht vielleicht schwieriger ist. Und deswegen habe ich mal bei den Berliner Straßenreinigungsbetrieben, den BSR, gefragt, wie es denn in Berlin so aussieht. Was sind denn so die besonderen Herausforderungen, wenn man in so einer riesengroßen Stadt Müllentsorgung und vor allem auch Trennung von Müll betreiben muss? Ja, man muss viel informieren, aber ich glaube, das muss man eigentlich überall. Und eigentlich auch ständig gegen diese Müllmythen, wird ja sowieso alles wieder zusammengeschüttet, warum soll ich denn trennen? Ja, stimmt das nicht? Nein, das stimmt nicht. muss man natürlich Informationen entgegensetzen und man muss die Leute erreichen. Das ist natürlich in so einer großen Stadt schon schwierig und das wird natürlich auch immer schwieriger, je mehr Medien, also soziale Medien und so weiter wir zur Verfügung haben. Wir sehen ja hier, dass es wahnsinnig viele Tonnen natürlich gibt. Also das ist in meiner Kleinstadt so, aber das ist dann in Berlin auch nicht anders. Sind denn die Berliner gute Müllsortierer, gute Mülltrenner? Kann man das so pauschal sagen? Na, ich komme aus einer noch kleineren Stadt mit 30.000 Einwohnern. Mhm. Und da ist natürlich die soziale Kontrolle eine ganz andere. Mhm. Ja, die Berliner sind so, ne? Luft nach oben ist meistens ja immer noch. Naja, wenn ich dann mit meinem Müllbeutel unten bin und die Tonne, in die der eigentlich gehört, da ist gerade kein Platz mehr drin und sei es die Restmülltonne, dann schmeiße ich es irgendwo hin, wo halt noch Platz drin ist. Das ist immer ein bisschen das Problem. Bei uns stehen dann immer an den Straßen die gelben Säcke hochgestapelt und so weiter. Das stelle ich mir in Berlin teilweise schwierig vor. Wie kriegen Sie das hin, dass Sie überall an jedes Haus rankommen und überall? Naja, also was jetzt gelbe Tonne, gelber Sack anbetrifft, das ist in Berlin grundsätzlich schon mal noch ein bisschen was anderes, weil wir haben gesagt, wie sollen wir den Menschen erklären, dass sie zwar einen Joghurtbecher in die gelbe Tonne tun können, weil der eine Verpackung ist, aber aus dem gleichen Material ein Küchensieb, das darf da nicht da rein. Ja. Das ist doch Quatsch, das versteht doch kein Mensch. Und deshalb haben wir die sogenannte Wertstofftonne, in die alle Abfälle aus Metall, Plastik und Verbundmaterial dürfen, egal ob sie eine Verpackung sind oder nicht. Aber man muss eben auch eins ganz deutlich sagen, nichts, was hier steht, erlöst durch den Verkauf dessen, was da nach Sortierung, Konfektionierung, Einsammlung entsteht, so viel, dass der ganze Prozess vorher finanziert ist. Ich glaube, da ist es einfach auch so unter dem Aspekt Zukunft und folgende Generationen, richtiger heute dafür, Geld auszugeben, diese Stoffe im Kreislauf zu halten, als zu sagen, nach uns die Sintflut oder nach uns hat dann eben keiner mehr Rohstoffe. Das kann es, glaube ich, nicht sein. Und deshalb macht das schon Sinn zu trennen und es geht auch alles getrennte Wege. Weg ist er und wohin er jetzt fährt, das sehen wir jetzt gleich. Ich fahre nämlich zur Umladestation. Dort werden die gelben Säcke umgeladen. Die werden hier gar nicht weiter verarbeitet, sondern die kommen dann gleich in den nächsten Laster und werden von dort dann weiter transportiert
nach Rheinfelden zur Firma Plastik Vogt. Und die ist eigentlich für die Verwertung und Weiterverarbeitung dieser gelben Säcke zuständig. Tja, und wie ich mir dann diese ganzen Müllberge hier so angeschaut habe und diese ganzen Plastikansammlungen, habe ich nochmal an den Tagesschau-Artikel gedacht, in dem es hieß, dass nur 17% überhaupt wiederverwertet würden. Und dieser Plastikatlas, der wird von der Heinrich-Böll-Stiftung mit rausgebracht. Und dann habe ich gedacht, wenn ich schon mal in Berlin bin, dann besuche ich doch die Lilli Fuhr von der Heinrich-Böll-Stiftung, die diesen Plastikatlas mit herausgebracht hat, und frag sie mal, ob das wirklich so stimmt und was eigentlich daran so schlimm ist. Ich spreche mit Lilli Fuhr von der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie hatten die inhaltliche Leitung vom Plastikatlas, den die Heinrich-Böll-Stiftung rausgegeben hat. Dass Plastik nicht so gut ist, ist klar. Können Sie noch mal kurz zusammenfassen, was die Probleme von Plastikmüll überhaupt sind? Plastik ist ein total problematisches Material an und für sich, weil es zum einen aus einem problematischen Rohstoff hergestellt wird. Also 99% von allem Plastik wird aus Erdöl und Erdgas hergestellt. Das ist klima- und umweltschädlich und auch gesundheitsschädlich. Mhm. Und Plastik ist ein Material, was ja wahnsinnig haltbar ist. Das heißt, was wir einmal produziert haben, bleibt für immer, für Jahrhunderte oder länger in der Umwelt, zerfällt und in Mikroplastikgröße landet es in unseren Körpern, wird von uns über Nahrung aufgenommen, wir atmen es ein, es gelangt in die Umwelt, in die Meere. Jetzt haben Sie in diesem Plastikatlas beschrieben, dass nur 17% des eingesammelten Plastikmülls wirklich verwertet werden. Ist das wirklich wahr? Uns haben die Zahlen in der Recherche teilweise auch sehr überrascht. Auch mich persönlich, muss ich sagen, ist es halt so, dass die offiziellen Recyclingquoten in Deutschland, die die Bundesregierung rausgibt, deutlich höher liegen, also über 40%. Mhm. Das liegt aber daran, dass die halt messen, wie viel Material bei den Recyclingbetrieben angeliefert wird. Das sagt ja nichts darüber aus, was dann damit passiert. Und die Quote dessen, was damit dann tatsächlich passiert, was wieder zu sogenannten Rezyklaten verarbeitet wird, die ist deutlich geringer. Das ist in der Größenordnung, die Sie jetzt genannt haben, so 15, 16, 17 Prozent. Und nur ein ganz geringer Anteil davon nochmal, knapp die Hälfte oder so, die hat dann wirklich die gleiche Qualität als Rohstoff für die Produktion von Kunststoff wie Erdöl und Erdgas. Was eingesammelt wird und nicht verwertet wird, wird ja größtenteils energetisch verwertet, also verbrannt. Oder, wie viele auch sagen, verschifft international in andere Länder. Ist das immer noch so? China hat ja inzwischen die Schotten ein bisschen dicht gemacht. Wird immer noch so viel verschifft? Ja, Plastikmüllexport, das ist nach wie vor ein großes Businessmodell. Also der Müll ist dann inzwischen in vielen anderen Ländern Südostasiens vor allem gelandet, in beispielsweise Malaysia, in Indonesien, in Vietnam. Dort gibt es noch viel geringere Kapazitäten, mit diesem ganzen letztlich nicht verwertbaren Plastikmüll umzugehen als in China. Das verursacht dort erhebliche Umweltprobleme, aber auch Menschenrechtsverletzungen, würde ich sagen, weil da wirklich Umwelt zerstört wird. Okay. Also die verwerten das dort nicht, sondern wir benutzen die als Mülleimer sozusagen. Na, was aus Deutschland und auch anderen reichen Ländern exportiert wird, ist fast ausschließlich nicht wertvoller, nicht wiederverwertbarer Plastikmüll. Das wird deklariert als recycelt. Auf dem Papier können wir uns dann schön hier abstempeln in Deutschland. Dieser Müll wurde dem Recycling zugefüllt. Das stimmt aber so nicht, denn das wird ja überhaupt nicht kontrolliert, was dann damit letztlich passiert. Die Gretchenfrage ist natürlich, heißt das jetzt, wenn man sowieso hinterher nur so wenig verwertet, wäre es dann besser, alles in die Restmülltonne gleich zu kippen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, was tatsächlich im Moment schädlich ist, ist zu glauben, dass die Mülltrennung und das Recycling allein die Lösung wären. Politik, aber auch vor allem Unternehmen machen uns Verbraucherinnen und Verbraucher glauben, dass wir allein damit unsere Plastikkrise in den Griff bekommen. Und das ist da tatsächlich das Schädliche. Ne? Letztendlich geht es ja schon darum, dass wir das, was am Ende im Restmüll landet, massiv reduzieren. Das ist ja Zeug, was wir nicht von vornherein einer bestimmten Verwendung zugeführt haben. Müllverbrennung ist garantiert eine besonders schlimme Lösung am Ende. Also wir müssen letztlich wegkommen von der Idee, dass wir am Ende etwas haben, was nicht mehr zu verbrauchen ist, was dann nur noch verbrannt wird oder deponiert wird oder exportiert wird. Deswegen kann es nur mit der Müllvermeidung geben. Und das, im Moment ist dieser Fokus aber viel zu sehr auf dem Recycling. Tja, diese Sache mit dem gelben Sack hat mich über eine ganze Weile beschäftigt und ziemlich lange. Und deshalb habe ich daraus auch 2 Videos gemacht. In der nächsten Folge seht ihr, wie ich bei Plastik Vogt in Rheinfelden bin und was dort wirklich mit den gelben Säcken geschieht. Außerdem hört ihr ein Interview mit der Leiterin der Stadtwerke Konstanz und dem Leiter von Plastik Vogt in Rheinfelden. Ob es sich letztendlich lohnt für euch, den Wertstoff zu sammeln oder ob eigentlich alles gleich in die große Tonne kann, das erfahrt ihr im nächsten Video. Eines kann ich euch schon jetzt verraten, die 17% kann man interpretieren. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir bitte ein Like, ein Abo
und kommentiert gerne unten, was ihr hier auf diesem Kanal sonst sehen wollt und schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Dann geht die Geschichte vom gelben Sack weiter. Bis dann, euer dieser Dad.